FL19, wir haben das nächste Solo-Battle auf dem Zettel stehen. Es geht gegen die Tampa Bay Buccaneers. Wir spielen zu Hause, also hier in Austin, Texas, im AT&T Stadium. Und da ist auch schon der Kickoff, der bis an, oh, ein bisschen meine Endzone hineingeht. So, Sanders mit dem Return, aber da geht nicht viel. Wir kommen bis an die 24-Yard-Linie und da kommen wir jetzt mit unserer Offense auf das Feld. So, und werden natürlich erstmal versuchen, wie immer, unser Laufspiel ein bisschen zu etablieren. So, zwei Linebacker in der inneren Box, aber dann laufen wir doch über die linke Seite. Das ist mir da an der Stelle ein kleines bisschen, boah, lieber. Aber da war nicht viel Platz, würde ich mal ganz vorsichtig ausdrücken. Weiter versuchen 10. Wir bleiben trotz alledem auf dem Boden. So, ein, jetzt ist nur ein Linebacker in der inneren Box. Das sieht doch schon besser. Allerdings kommt da ein Blitz, sodass ich doch wieder switchen muss auf die andere Seite. So, Eddie George mit ein paar Yards. Das waren aber nicht viel. Das gibt einen 3. und 7. Dritter und lang also quasi schon. Und das bei unserem allerersten Ballbesitz. Da haben wir uns nicht mit rumbekleckert. So, Texas. Den ist doch... das ist doch ein guter Spielzug, gerade für die jetzige Situation. Sharp und Allowale. Beziehungsweise Owens, falls er 1 gegen 1 gehen sollte. Das tut er nicht. Aber Shannon Sharp, der ist da Mutterseelen alleine. Hat den Ball... Macht die Reception und wir sind an der fast an der Mittellinie, der 49-Yard-Linie und haben dort einen neuen ersten Versuch. Das hat doch schon mal sehr, sehr gut funktioniert. So, zwei Linebacker in der inneren Box. Wir laufen über die rechte, das rechte Gap A. Zumindest hatte ich das geplant, aber da war leider alles zu. So, Eddie George schwackt noch ein bisschen und das bringt uns an die 45-Yard-Linie der Buccaneers. Das ist doch schön. Du kannst doch weitergehen, mit einer Read Option werde ich nicht spielen. Nicht bei meinem fumble-freudigen Quarterback. Inside a Zone. Ihr merkt, ich bleibe erstmal momentan sehr konzentriert noch auf dem Boden, aber da sind sehr viele Linebacker in der inneren Box. So, ich nehme nochmal Sharp auf eine Corner Route. Und los geht's. Das war, also ich habe, das war, warum? Warum habe ich denn da eine Flag kassiert? Für was? Da war er noch, bevor der Spielzug... Offside, Defense. Ah, danke. Huh. Ja, das habe ich gesehen, deswegen, ne? Alter, ich habe schon gedacht, was war denn das für eine Strafe? Ja, danke schön, liebe Defense der Tampa Bay Buccaneers. das heißt, die sind sehr aggressiv unterwegs. Wir versuchen den Lauf über die Mitte. Machen 4 Yards, wenn ich 4 Yards über die Mitte laufe. 5 waren es hier sogar, da ich also ja noch nach vorne fallen konnte, bin ich da mehr als zufrieden mit. So, wir laufen jetzt mal über die Außen, die haben wir so noch gar nicht angetestet. Laufen aber über die linke Seite, da kommt ein Blitz von der rechten. Das ist mir also in dem Sinne jetzt mal relativ egal, aber auch keine Chance. Da war der Linebacker aber sofort da und hat hier den Tackle gemacht. Oh, die Art, den habe ich ja eh gefressen von den Tennessee Titans seit dem letzten Monday Night Game. So, aber wir sind noch nicht entscheidend weitergekommen, denn wir haben jetzt einen 3. und 9 an der 39-Yard-Linie. Für ein Field Goal viel zu weit, deswegen hoffe ich mal, dass wir hier noch einen First Down schaffen. Sharp und George sind meine Anspielstationen. Aber George ist da ganz frei, ganz alleine. Wunderbar, First Down an der 28-Yard-Linie. Das war schon der letzte Spielzug im ersten Quarter. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr viel Zeit von der Uhr genommen. So, erster und 10. Logisch, wir laufen. Wo sie eine sehr, sehr gute Lauf-Defense haben, aber das nichtsdestotrotz ist es zu wichtig, über den Boden aktiv zu sein. Es dürften 3 Yards gewesen sein, so ist es. Zweiter und 7 an der 25. Aber mit einem Draw möchte ich eigentlich nicht spielen. Versuchen wir mal einen Counterplay. Das ist vielleicht ja gar nicht mal verkehrt. Eigentlich ist es mehr Elliots Stärke, das über Speed zu machen. Also rechts antäuschen, links laufen. Schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Da waren ein paar Yards. Bin ich gar nicht traurig drum. Das ist alles hart erarbeitet in den Solo-Battles. 3. und 5. Jetzt kann ich aber ein bisschen entspannter bei der ganzen Sache sein. Einfach weil... nehmen wir die Slants. Einfach, weil ich schon mal in Field Goal Range bin. Und das ist natürlich schick. So, wieder mein Sharp. Wieder auf eine Corner Route.
Und los geht's. Ja, da gehe ich auch auf mit Sharp und Corner Route. Also das ist diese Elite Roots. Ich kann sie euch nur empfehlen. Das ist ein Träumchen. Meine Güte. Also gerade, wie gesagt, Top-Spieler damit ausrüsten. Sharp ist ja eigentlich mein bester Receiver. Das läuft. Wir sind an der 6-Yard-Linie. Two-Minute-Warning kam eben. Das heißt, die Bucks Offense hat noch nicht einmal den Ball in den Händen gehalten. Das ist natürlich sehr schön. Das war nicht so schön, weil das war überhaupt kein Raumgewinn. Das war eine glatte 0. 2. und 6. Ja, dieser ganze wunderschöne Spielzug, den wir jetzt hier gemacht haben, nutzt mir aber natürlich nichts, wenn ich jetzt nicht in die Endzone komme. Zwar Second and Goal. Also ich versuche es jetzt mal auf dem Luftweg. Ich schaue mir Terrell Owens an. Werde aber Sharp auch noch wieder anders schicken. Watchouts, Sharp auch wieder auf eine Corner Route. Oh, jetzt habe ich mich verdammt nicht in den Audible-Bereich bekommen. Dann laufen wir halt mit Eddie George. Aber das war ja gar nicht mal schlecht. An der 1-Yard-Linie. Third and Goal. Das war schön. So, jetzt nehmen wir den Stick-Spielzug, weil der gibt mir jetzt die Möglichkeit, die Variante. Ich gehe entweder auf Cooper, auf Sharp oder aber ich laufe selbst. Das sieht mit Sharp dort aber sehr gut. Naja, sieht leider nicht sehr gut aus. Nein, da kam ich nicht drauf. Ich habe gedacht, ich könnte noch laufen. Timeout der Buccaneers. Wir haben 4. and Goal. Jetzt haben wir hier einen Mörder-Drive hingelegt, aber leider keinen Touchdown erzielt. Wir versuchen das Field Goal. Das ist gut. Wir haben die ersten Punkte auf dem Scoreboard. Es steht 3:0. Logisch, Touchdown wäre hier schöner gewesen. Wir müssen noch gar nicht drüber reden, aber Punkte sind erstmal gut. Wir haben noch 1 Minute zu spielen. Die Bucks erhalten jetzt gleich zum ersten Mal den Ball. Haben schon eine Auszeit verloren. Der Ball geht kurz hinter die Goal-Line. Da kommt der Return. Oh, da ist eine Lücke. Da war eine Lücke. Die aber Gott sei Dank schnell wieder zu. An der 35-Yard-Linie. Sehr guter Return. Das wird noch spannend hier in der ersten Halbzeit. Wir stellen mal eben schnell unsere Defense ein bisschen ein. So. Cover-3-Buzz-Match. Erster Versuch und 10. Oh, eine Riesenlücke. Was für eine Reception. Ja, so, ich brauche da fast 2 komplette Viertel für. Und die machen das in einem Spielzug. Sie sind an der 43-Yard-Linie. Der Bucks. Sehr, sehr starke Offense-Leistung. Der ist... Na, der ist aber nicht im Bounce. Doch, der war... Das war ein vollständiger Catch. Unfassbar. Unfassbar. OBJ. Cover 3 Bus Match. Jetzt muss ich ja schon aufpassen, dass ich hier keinen Touchdown kassiere. So wie die hier marschieren. Super starkes Offense Play hier der Bucks. Auch hier wieder vollständiger Pass. Uhr läuft weiter. Die Bucks haben noch eine Auszeit. Wir bleiben in der Cover 3 Bus Match. Wir sind gleich bei unter 30 Sekunden. Uhr ist fortlaufend. Bin ich gerade zum allerersten Mal daran vorbeigekommen an ihm. Ich kann aber den First Down nicht verhindern. Aber jetzt nehmen sie die letzte Auszeit. 16 Sekunden vor Ende des zweiten Quarters. Sehr schön. Tackle in Bounce. Das heißt, die Zeit läuft weiter. Jetzt müssen sie sich aber langsam beeilen. Also sie werden den Ball spiken. Nein, werden sie nicht. Sie gehen auf Touchdown. Unfassbar. Boah, was für ein aggressives Play-Calling. Incomplete Pass. Und die Zeit ist aus. Da haben sie sich aber mal übel verrechnet. Krass. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen bei Madden. Hammer. Average von 10 Yards pro Play. Da müssen wir natürlich echt dran arbeiten. Das heißt, wir behalten unsere Führung dadurch. Die haben ein sicheres Field Goal gerade weggeworfen. Wir führen mit 3:0. Der Kickoff zur zweiten Halbzeit. Und wieder geht es an der eigenen Goal Line mit dem Return los für die Buccaneers. Wir müssen jetzt aber echt sehen, dass wir hier defense-mäßig ein bisschen was auf die Kette kriegen. Sonst, also noch so ein Drive, das wäre übel, weil ich habe die ja nicht stoppen können. Nehmen wir mal den Corner Blitz rüber und mal schauen, ob wir ein bisschen Druck ausüben können.
Weil Andrew Luck, der konnte da hinten schalten und walten, wie er wollte. Erster Versuch und 10 an der 26. Jutschik slidet. Boah, und schon wieder eine Wiesenlücke. Was ist denn mit meiner Defense los? Alvin Kamara, 12 Yards. Aber ich kassiere 10 Yards hier bei jedem Versuch. Das gibt's ja gar nicht. Cover 3 Sky. Ein Königreich für ein Turnover. First down an der 38. Und auch hier, also die Blocks sind aber auch genial gesetzt. Also was die hier, die nehmen mich gerade aus. Ich werde auseinandergenommen. Das ist ja eine Mörder-Performance, was die hier zeigen. Ich jetzt mal eine Cover 2. Also das... ich muss hier irgendwas machen. Also mit der Cover 3, die wird hier gerade wirklich auseinandergenommen. Das habe ich selten erlebt. First down an der 37. Lauf durch die Mitte. Diesmal haben wir ihn endlich mal früh genug gestoppt. Ich glaube, es war das, glaube ich, schon mal einen zweiten Versuch hatten. Die sind ja bis dato hier nur durchmarschiert. Gehen wir in die Cover... Cover 2 Hard Flat. Mann. Also die, man sieht hier oben die Mitte, die ist leer, die ist blank. Wenn er dort hineinwirft, habe ich ein Problem. Das tut er aber nicht. Und das gibt jetzt sogar, glaube ich, einen dritten Versuch. Das war kein First Down. Third and Inches. Ganz spannender Versuch jetzt. Jetzt nehmen wir den Corner Blitz 3. Bin mal sehr gespannt, was da jetzt für ein Spiel zukommt. Es kommt ein Lauf durch die Mitte. Oh, der ist natürlich ein dickes First Down. Der ist nicht zu tackeln. Das gibt es doch gar nicht. Boah, was werde ich hier auseinandergenommen? Das habe ich ja seltenst erlebt. Ganz, ganz schwache Defense-Leistung. Wir haben verdiente Führung, also mehr als verdiente Führung für die Buccaneers. Ich muss echt dankbar sein, dass es hier nur 7:3 steht. Mann. Leute, da habt ihr euch nicht mit Ruhm bekleckert. So, an der 29-Yard-Linie kommen wir wieder aufs Feld. Wir brauchen jetzt einen Touchdown. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Also jetzt kommen wir mit einem Field Goal um die Ecke kommen. Jetzt müssen wir scoren. Das wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. So, wir laufen durch die Mitte. Weil ich einfach einen schönen Vorblock bekommen. So, wir nehmen den Stick. Ich schaue mir Cooper an, ich schaue mir Sharp an, halt mir die Option offen, eventuell selbst zu laufen. Und los geht's. Ich gehe auf Shannon Sharp. Das war noch kein First Down, also sehr gutes Defense-Spiel. Also die sind wirklich, die sind richtig stark. Also gegen so ein starkes Team habe ich in Solo-Battles schon lange nicht mehr antreten müssen. So, wir laufen über die linke Seite innen. Zumindest habe ich es versucht, aber... Gott, die machen ja alles zu. Fourth and Inches. Ja, jetzt haben wir natürlich, salopp gesagt, hier mal ein richtiges Problem. Weil wir müssen einfach diesen Versuch ausspielen. Da hilft ja alles nichts. So, das war das Ende des dritten Quarters. Wir haben ein Fourth and Inches. Entscheidet sich hier jetzt schon das Spiel. Es kann gut sein. Halfback Dive durch die Mitte. Wir spielen diesen vierten Versuch natürlich aus. So, ich hoffe, das hat gereicht. Das war ganz knapp. Ja, First Down. Boah, Leute. Was macht ihr mit meinen Nerven hier? Drive-Through Corner. Ich muss natürlich auch jetzt ein bisschen auf die Uhr achten. So, Cooper geht in Motion. Vollständiger Pass auf Cooper, direkt getackelt. 4 Yards Raumgewinn. Wir sind an der 43-Yard-Linie. Dick and Go. So, das heißt, Sharp schaue ich mir an. Ich schaue mir
George an und los geht's. Dann gehen wir doch auf Sharp in der Mitte. Denn der war das schön frei, hat den Ball. Wir sind an der 31-Yard-Linie. Also jetzt marschieren wir. Gott sei Dank, sehr, sehr schöner Drive nach diesem Fourth and Inches. Das ist ja wirklich mal hier mal wieder ein richtig spannendes Game. Halfback Dive durch die Mitte. Ich möchte das Laufspiel gar nicht hinten runterfallen lassen. So, Lauf durch die Mitte, Eddie George. Da hat er doch mal Platz gehabt. Wir sind an der 23-Yard-Linie der Bucks. So, wir müssen hier auch natürlich realistisch sein. Ein Fehler und das Spiel ist für uns verloren. So, ich schaue mir Sharp an, ich schaue mir Eddie George an. Beasley ist meine Sicherungsoption. Es geht mir jetzt um das First Down. Okay, los geht's. Dann gehen wir auf Eddie George. Der truckt sich über die First Down-Markierung. Neuer erster Versuch. Nehmen wir mal die Four Verticals. Nochmal, ich möchte nur mal schauen, was die Bucks, wie die Bucks darauf reagieren. Das heißt, ich achte jetzt besonders auf Shannon Sharp und auf Eddie George, der hier schön frei ist, und wir sind an der 4-Yard-Linie der Bucks. Sehr schöner Spielzug. Sehr, sehr schöner Spielzug. Aber ehrlich gesagt, jetzt muss ich ein bisschen Time-Management machen, weil ich darf jetzt hier nicht zu schnell scoren. Wir haben mal gesehen, wie schnell die unterwegs sind mit ihrer Offense. So, Beasley und auch wieder George sind meine Anspielstation. Ich lasse die Uhr jetzt hier noch bewusst ein bisschen runterlaufen. Und los. George ist frei in der Endzone. Touchdown Dallas Cowboys. Wir sind 9-7 in Führung. Da haben sich die Bucks gerade auf die Mitte konzentriert und haben die Außen vergessen. Wir haben eine 3-Punkte-Führung und es sind noch 36 Sekunden zu spielen, aber die Bucks haben noch alle drei Auszeiten. Also das Spiel ist definitiv nicht im Sack. Ein Field Goal reicht hier für die Verlängerung. An der 4-Yard-Linie kommt der Return. An der 25 kommt die Offense wieder aufs Feld. Wir haben noch 32 Sekunden auf der Uhr. So, ich gehe in eine Cover-4-Defense hinein. Ich muss hier ein bisschen was ändern. Erster Versuch und 10. Wieder ein... Boah, die werfen unfassbar gut. Andrew Luck macht hier ein Mörderspiel. Oh, der war incomplete. Diesmal war er out of bounds. Das hätte ich bei dem anderen eher gedacht, aber der war out of bounds. Also, unvollständiger Pass, 2. und 10. 28 Sekunden auf der Uhr. So, vollständiger Pass, aber direkt getackelt. Das dürfte die Auszeit geben. So ist es. So, erster Versuch und 10 an der 36-Yard-Linie. Also ich spiele jetzt hier wirklich sehr, sehr konservativ. Und da haben wir ihn gezackt. Oh, ein ganz wichtiger Sack. Ein ganz, ganz wichtiger Sack, der hier gerade passiert ist. Zweiter Versuch und 15 an der 31-Yard-Linie. Wir haben noch 16 Sekunden auf der Uhr. Die Bucks haben nur noch eine Auszeit. Vollständiger Pass. Der Receiver geht ins Aus. War noch kein First Down. So, was nehmen wir denn hier? Dann nehmen wir die Cover 4 oben. Dritter und 1. An der 46-Yard-Linie noch 12 Sekunden auf der Uhr. Vollständiger Pass, Tackle inbounds. Jetzt müssen sie ihre letzte Auszeit nehmen. Und das ist natürlich bitter, weil jetzt werden sie es nicht mehr schaffen, bei einem vollständigen Versuch höchstwahrscheinlich, außer sie werfen auf die Außen, ihre Field Goal Unit aufs Feld zu holen. 8 Sekunden noch zu spielen. Hail Mary Time. Da kommt die Hail Mary und die ist intercepted. Das ist die Entscheidung. Wir haben dieses Spiel gewonnen. Und ganz ehrlich, da waren wir nicht das bessere Team. Das muss man einfach sagen.
Erster Versuch und 10, noch 3 Sekunden auf der Uhr. Eddie George kriegt jetzt noch einmal den Ball von mir, in Lauf durch die Mitte. Und damit ist das Spiel aus. Wir haben gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.